Servus Leute und guten Morgen vom Little Mammut in Duisburg. 55 Kilometer heute. Ich werde von der Strecke berichten und Wetter ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil und ein bisschen aufgeregt, aber das wird bestimmt eine richtig coole Location hier werden. Und dann sage ich mal, bis später. Ich melde mich einmal unmittelbar nach dem Start jetzt. Wir sind jetzt gerade losgegangen, die ersten 200 Meter hinter uns. Und ich bin echt auf die Strecke gespannt, auf die Eindrücke, die wir erleben werden. Von daher, kommt mal mit. Aber die bringen super, dass sie sind ganz rund. Alter Schwede! Das ist ja lustig. Ich bin euch schwitzen! Da sind wir doch auch gerade eben irgendwann mal dran vorbeigefahren, ne? Und da direkt so grün ist, ne? Ja. Ach guck mal, da ist ein Klettergarten. Und dann das ist jetzt automatisch. So Leute, Kilometer 10. Haben wir gepackt, Start hinter uns gelassen. Wir gehen jetzt Richtung Kilometer 12 und damit zur ersten Verpflegungsstation. Wir gehen die ganze Zeit ziemlich parallel hier zu einem Gewässer namens, so habe ich es gehört, Emscher. Keine Ahnung, ob das stimmt. Bisher auf jeden Fall alles noch entspannt. Die Wege sind sehr, sehr flach. Nicht so wie bei uns im Bergischen. Ja, und dann melde ich mich gleich. Ja, ich möchte euch einmal noch kurz was zu meiner Ausrüstung erzählen. Und zwar habe ich zum einen hier einen wirklich kleinen Rucksack mit einer Trinkblase drin, 2 Liter. Habe ein zweites Paar Socken noch mit. 2 Müsli-Riegel, Butterbrötchen heute Morgen noch geschmiert. Und ja, ansonsten ganz normale eingelaufene Turnschuhe, T-Shirt, lange Hose. Gut, bei dem Wetter hätte man wirklich besser eigentlich eine Kurzhose, aber ansonsten habe ich meine Ausrüstung wirklich auf das Minimum beschränkt, um so wenig mittragen zu müssen wie nötig, weil auf 55 Kilometer, ja, wenn man da irgendwie 10 Kilo Rucksack oder so mit hat, weniger cool nachher. So. Erste Verpflegungsstation. Dann gucken wir mal, was es jetzt hier Schönes gibt. Ah, hier schon wieder. Na? Ich habe mir schon ein Bratbürstchen reingehauen. Ja, na, ehrlich wahr? Klar. Wie lange bist du schon hier? 20 Minuten. Inhaliert. Ja. So am Stück. So Leute, dann gucken wir mal. Schokobrötchen, Müsli-Riegel. Das ist schon mal gut. Das nehmen wir auf jeden Fall mal hier so ein, was haben wir denn? Oh, Schokobanane, das ist auch immer sehr gut. Salzstangen, oh nö. Bananenchen, nehmen wir noch ein Bananenchen mit. So ein Bananenchen geht da immer. Erste Verpflegungsstation. Ach, hier gibt es sogar noch die Wasserstation. Da kann man dann sein Pack hier auffüllen. Ich weiß gar nicht, so viel habe ich, glaube ich, gar nicht getrunken. Ja, auf jeden Fall ist hier Müsli-Riegel, Schokocroissant und Bananenchen. Das soll reichen. Gucken wir mal, was die Trinkblase. Bisher auf jeden Fall viel, viel Natur, viel Grün, kaum Industrie bisher. Also ich bin mal gespannt, da soll ja noch einiges kommen und wir gehen, glaube ich, jetzt auf so eine Pyramide einmal zu, wo wir irgendwie ein paar Treppenstufen hochgehen müssen. Ja, gucken wir mal. Noch Füße, alles gut. Bisschen warm, aber gibt's Schlimmeres, ne? Weiter geht's. Da müssen wir gleich rauf. Oha. Wir sind jetzt hier an dieser Pyramide, die wir schon von Weitem gesehen haben, endlich angekommen.
und können hier wirklich einmal rundum eine verdammt geile Aussicht hier genießen. Ich werde euch das jetzt gleich nochmal hier einmal zeigen. Schaut mal her. Ist mega. Hier hat man wirklich alles im Blick. Wolkenfreier Himmel. Eine unglaubliche Weitsicht. Also dafür hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Also ihr habt ja gerade hier diese Pyramide gesehen und ja, ich habe jetzt mit dem Gedanken gespielt, soll es hoch oder soll es nicht hoch? Weil in Anbetracht der Tatsache, dass wir noch 35 Kilometer zu laufen haben, aber wir wollen die Aussicht genießen und ihr sollt auch gleich einmal die Aussicht genießen. Von daher gehen wir jetzt mal die nächsten 528 Treppen. Das tut man nicht alles für seine Zuschauer, ne? Wir haben es geschafft, Leute. Und dazu noch hier schön musikalische Hintermalung. Untermalung. Mega. So, war das, wer nicht hüpft, der ist kein Kölner, oder? Ja Leute, ich habe mir gerade sagen lassen, wir befinden uns im Wald, wie ihr das unschwer erkennen könnt. 6,5 Stunden sind wir jetzt effektiv unterwegs bei knapp 32 Kilometer. Das heißt, die 30er Mark haben wir jetzt auch geknackt. Sehr viel Grün, muss ich sagen. Aber ich denke mal, so langsam werden wir wieder Richtung Duisburg gehen und da wieder so ein bisschen, hoffentlich, weil dafür sind wir ja eigentlich auch hier, ein bisschen Industriekultur sehen. Ja, schauen wir mal, wo die Reise jetzt gleich noch uns hinführt. So, Kilometer 36 und nach einer kurzen Phase einmal hier so ein bisschen durch die Stadt bzw. durch die Straßen, geteerte Wege, sind wir schön wieder im Grün, wieder in der Natur. So macht das auch Spaß. Also langsam spüre ich auf jeden Fall ordentlich meine Füße. Aber noch geht alles gut, toi toi toi. Außer dass man merkt, wie viele Kilometer man in den Beinen hat, hoffe ich, dass die Füße noch durchhalten. Aber geht ja zum Glück gerade Richtung Verpflegungsstation bei Kilometer 42. Da werde ich dann gleich mal schön den Tank noch auffüllen. Einen 2 Liter Tank, weil der ist nämlich leer bei dem Wetter hier. Müssen wir auch nicht trinken. Wir haben so an die 25 Grad. Und dann ist Endspurt. Wenn ich gleich die 42 geschafft habe, dann klappt das auch noch mit den 55. Also, bis gleich an der Verpflegungsstation. Kilometer 44. Die letzte Verpflegungsstation haben wir gerade hinter uns gelassen. War jetzt nichts mehr Besonderes außer Schokobrötchen, ein bisschen was zu trinken. Und jetzt heißt es Endspurt. Also meine
Füße, die merke ich mittlerweile echt ordentlich. Aber ich habe damit auch jetzt meinen persönlichen Rekord eingestellt. Das letzte Mal, wo ich echt nochmal eine Strecke gegangen bin, das waren 35 Kilometer. Deswegen heute mit den 55 ist schon eine Herausforderung. Ja, aber ich glaube, die Füße tun uns allen weh. Von daher heißt es jetzt Augen zu und durch. Ja, 11 Kilometer, die kriegen wir jetzt auch noch hin. Und dann wartet das kühle, leckere Bier auf mich. Und dann werden erstmal die Füße hochgelegt. Ich habe mich jetzt auch gar nicht bei der Verpflegungsstation irgendwie hingesetzt oder ausgeruht oder sonst irgendwas. Weil, weiß ich nicht. Ich dachte, jetzt komm, jetzt kannst du auch durchziehen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Ziel. Es gibt jetzt gleich noch ein bisschen was zu sehen von Industrie und irgendwelchen tollen Gebäuden. Dann folgen die hier nach noch und ansonsten sehen wir uns dann, wenn ich glücklich im Ziel angekommen bin. Bis gleich! 50 Kilometer, Leute. 50 Kilometer habe ich jetzt schon in den Knochen. Jetzt heißt es beißen und dran ziehen. Es sind jetzt noch weniger als 5 Kilometer. Und dann habe ich es geschafft. Ich habe auch gar keine Lust mehr zu sprechen oder so. Das ist echt einfach nur, ich motiviere mich jetzt schon so ein bisschen mit Musik. Servus. Servus. Und ja, um so die letzten Kilometer so runter zu rasseln, das ist echt Hammer. Also Respekt. So Leute, es ist geschafft. Das Ziel ist erreicht. 55 Kilometer in effektiver Gehzeit von 10 Stunden. Ich bin einfach nur platt. Einfach nur platt. Aber es ist geschafft. Es ist geschafft.